So, wieder einmal sind wir in Norwegen. Ja, wo sind wir hier? Das ist die große Frage. Nämlich, wir machen hier eine Pressetour, eine internationale Pressetour mit einem Holländer, mit einem Dänen und ich als deutscher Vertreter für Fisch und Fang sind wir hier in Trøndelag. Was ist Trøndelag? Trøndelag ist eine Region und der Anfangsname sagt es eigentlich schon, um die Region Trondheim herum. Trondheim, die große Stadt, knapp 200.000 Einwohner und wer da immer noch nicht weiß, wo wir sind, die drei bekanntesten Inseln, die kennt hier jeder Angler. Nämlich, es ist Hitra, Frøya und Fælvaroya. Das ist nämlich der Südbereich von Trøndelag. Wir gucken mal, was wir in den Haken kriegen. Unsere erste Station also hier. Und die zweite Station ist dann tatsächlich bei den wohl bekanntesten Inseln in Norwegen, nämlich Hitra, Frøya und Fælvaroya. Hier ist der Hafen. Schöner Sonnenuntergang haben wir heute und morgen geht's mal einen Tag raus hier in den Trondheimfjord. So, das sind zwei der Häuser hier von Frosta Fjordbur. Und der Abend, an dem wir ankommen, begrüßt uns mit einem tollen Sonnenuntergang. So, jetzt geht es das erste Mal zum Fischen. Unsere Lady haben wir das erste Mal mit dabei. Und wann fährt man raus zum Fischen? Wenn das Wasser tief ist, damit wir zum Hochwasser hinfischen. Perfekte Bedingungen. Vielleicht ein bisschen windig. Das Wetter spielt teilweise mit. Aber da hinten kommt vielleicht schon die Sonne. Jetzt geht's los hier bei Per Arne. Per Arne, wo sind wir hier? Frosta. In Frosta, Ja. eine Halbinsel hier in dieser Region, Ja. nördlich von Trondheim. Ja. Und wie heißt deine Anlage hier? Frosta Fjordbur. Frosta Fjordbur. Ja. Dahinter sieht man die Häuser, sehr schön. Und jetzt geht's raus. Die Angler sind schon ganz heiß. Wir müssen raus zum Fischen. Ja. Schönen Dank für die Einladung. Ja. Dann fahren wir mal raus. Ja. Schönes Ja, Petri, Dank. So, Leine los, heißt es so schön. Auf wie geht's? Also das Wetter ist sehr durchwachsen. Mit den Aufnahmen werden wir etwas sparen müssen. Aber wir werden mal gucken, was wir an den Haken kriegen hier. Im September, die Fischerei nicht ganz so einfach und in Nordnorwegen sind wir auch nicht. Mal gucken, ob wir den einen oder anderen Dorsch überlisten können. Im Moment regnet es gerade nicht. Wir haben schon schöne Schellfische gefangen. Die Anna, ihre ersten Makrelen. Und wie groß die Makrelen sind, das könnt ihr hier sehen. Wahnsinnige Wupper. Also die haben 45 bis 50 Zentimeter fast. Also davon ein nach dem anderen. Die fangen wir hier natürlich mit Beifängern. Im Trondheim Fjord ganz klar. Aber die nehmen wir mit. Das sind richtige Brocken, mein lieber Mann. So, hier lassen wir natürlich Systeme runter im Trondheimsfjord. Ich hier mit einem Hitra-Pilker. Wir haben hier sehr starken Strom, also schon von 500 Gramm und drei Beifängern. Und die gehen runter. So können wir also im Mittelwasser Makrelen erwarten, unten vielleicht Dorsche. Und mal gucken, was wir hier noch an Überraschung haben. Bei einem nicht gemütlichen Angeltag. Aber wir haben nur diesen einen Tag, also fischen wir hier auch. Unten sind wir und dann pilgt man den langsam hoch ins Mittelwasser. So, und jetzt kommt das nächste Paket. Einen am Schwanz auf der Flucht erschossen. Die kriegt man kaum hoch. Fiedewitzka, sind das tolle Makrelen hier. Jetzt müssen wir nur noch die finden, die diese Fische fressen. Da sind wir mal gespannt. So, jetzt fischt die Kamerafrau auch mit. Die Inseln, wir sind jetzt auf 70 Meter gefahren, weil einfach viel zu viel Makrelen an den Unterwasserbergen von 12 und 20 Meter standen. Und hier fischt die Insel jetzt vielleicht mal unseren ersten Dorsch. Da unten kommt er. Na, Anna, ist das unser erster? Ein Läng, ein schöner Läng. Toll. Ja, schon 90 cm Länge.
toller Fisch. Klasse. Wow. Ja, gar nicht mit gerechnet. Petri Heil. Ja, dank. Schlank. Und das hier mitten in der Trondheimsleier, beziehungsweise das ist ja schon der Trondheimsfjord hier. Toll. Ja, super. Trondheimsfjord und keine Fische? Nee, beim besten Willen nicht. Ein Fisch nach dem anderen. Also hier kommt der nächste Fisch aus, 35 Meter. Ich denke, ein schöner Schellfisch wird sein. Das ist es auch. Schmecken sehr gut, sind von außen zwar sehr schleimig, aber der Geschmack ist nicht zu unterschätzen. Auf Beifängerfliege. Ein schöner, dicker. Ja, also Fischarten, eine ganze Menge, nur das Wetter beim besten Willen. Oh. Okay. Nur das Wetter beim besten Willen, das spielt im Moment nicht mit. Aber vielleicht auf Hitra etwas besser. Heute haben wir nur diese 4 Stunden zum Angeln. Toll. Ah, ein Hai, hier. Da ein Hai. Ja, Dornhaie sind ganzjährig geschützt. Die müssen zurück und aufpassen auf diesen Dorn und den Dorn. Ja, ne? Die sind scharf. Aber Petri Heil, toller Fisch. Petri, dank. Also Holland kann es auch. Sicher. Wunderbar. So, unsere zweite Station ist jetzt hier direkt auf Hitra, nämlich in Quenwer, nämlich die Anlage Steinshue. Das ist die Anlage, die sehr weit westlich liegt hier auf Hitra. Da fährt man mit 100 PS Inboarder-Motoren raus. Die Anlage umfasst 24 Häuser und über 150 Betten, also eine richtig große Anlage. Dieses Jahr wurden viele Heilbutts gefangen und ich sage euch, es wird jedes Jahr mehr, weil einfach die Berufsfischerei nicht mehr so intensiv auf Heilbutt fischen darf. Und deshalb mit Sicherheit hier ein Traumziel mitten am Nordatlantik hier, wo der Golfstrom auf diese drei tollen Inseln trifft, Hitra, Frøya und Fælvaroya. So, jetzt sind wir den ersten und letzten Tag rausgefahren. Naja, wie weit sind wir rausgefahren? Übrigens noch mal ganz kurz, das sind unsere drei hier immer vor Ort befindlichen Guides. Richtig. Ne? Das ist also hier einmal der... Carsten. Entschuldigung. Also das ist einmal hier der Carsten, dann haben wir den Basti und den Gerd. Genau. Du kommst von Hitra Touristik. Ich arbeite bei Hitra Tourist-Service, ich bin auch das ganze Jahr hier. Ja. Mache halt Guidings und mache auch vor Ort die Ankünfte im Büro und die ganzen vorbereitenden Sachen. Dass die Touristen sich hier auch wohlfühlen. Wohlfühlen, ja, okay. Ja. Wir sind jetzt ein bisschen weiter rausgefahren. Ja, wo sind wir hingefahren? Wir sind auf einem Riff außerhalb des Köder. Ja. Zwischen jetzt in der Wassertiefe zwischen 20 und 40 Metern. Und dann hauptsächlich Dorsch, Pollack, vielleicht auch Seelachs. Versuchen wir den Haken zu kriegen. Genau. Ja, gut, okay, die Mitangler sind schon dabei. Wir gehen jetzt auch raus. Wenn man gucken, eine Probe trifft, gucken, wie wir treffen und setzen dann richtig an. Den Rehal wünsche ich euch. Okay, dicke Fische. Auf geht's, dicke Fische wie heute. So, dann nix hier raus, Handschuhe an, weil so warm ist es nicht mehr im September hier. So, Bohr ist also unser Fahrer der Tour und der angelt das erste Mal. Anfängerglück und hier kommt sein toller Fisch. Eins, zwei. Das ist vor seinem Fisch. Hallo. Hey, Petri Heil. Gut Fisch. Ja, schöner Fisch.
auf dem Shed. Relax, Gupito. I use them on the fresh water for pike, but on salt water, these babies want them too. Great. Schön Fiske. Ja. Jetzt kriegen wir die Köhler im Freiwasser. Komm mal dichter, guck mal ins Wasser. Auch wieder ein Gummifisch. Ja, halt mal fest, genau. Okay. So, das sind jetzt so die Köhler hier von 5, 6 Kilo. Auf Gummifisch. Hier auf Rivershed. This baby took the relaxed Gupito again. Yeah. Just like a zander. Ja, wie soll man eine Tour am besten enden? Natürlich mit dem Fischfang. Das ist die letzte Drift hier in Quenville. Alle haben Fische gefangen, auch die Einsteiger. Natürlich könnte man etwas mehr fangen, aber nicht jeder Tag ist proppevoll mit Fangtag. Ich denke, wir sind rundherum zufrieden. Ah, da hatte ich eben noch gleich einen Biss, aber es sind eher die kleinen Köhler. Wir sind rundherum zufrieden. Wir haben zwei verschiedene Reviere gefischt. Und ich muss sagen, Trøndelag mit Hidra. Und in anderen Regionen traumhaft schön. Kommt her, und vor allen Dingen ist es sehr, sehr dicht mit dem Auto. Ein Tagesritt, also nur von Oslo bis hierher zu den Trauminseln Hidra oder Trondheim Slayer oder der Trondheim Fjord selber. Ich sage Tschüss hiermit. Wir fahren zurück. Zwei Tage fischen, zwei verschiedene Reviere, tolle Fische gefangen und vor allen Dingen alle haben auch Fische gefangen. Meeresangeln leicht gemacht hier in der Gegend, in der Region Trøndelag. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thorsten Ahrens.